Erich Honecker wäre stolz. Ganz im DDR-Jargon verkündet die Staatsratsvorsitzende der BRDDR, Angela Merkel, dass das Kollektiv im Arbeiter- und Fachkräftestaat jetzt bis 2021 1,5 Millionen neue Wohnungen bekommt. Woher diese kommen? Sie regnen natürlich vom Himmel. Wer dafür bezahlt? Natürlich mit Freude das Kollektiv der Steuerzahler. Und wer darin wohnen wird? Nun, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Man könnte sagen, der Wohngipfel von Politik und Wirtschaft vor knapp einer Woche war der Gipfel der Frechheit, aber auch der Gipfel der sozialistischen Selbstüberschätzung. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, aber 1,5 Millionen Wohnungen, für die kein Geld da ist, kein Platz und keine freien Termine im ohnehin überfüllten Terminkalender der Baubranche. Nach dem Wohngipfel im Kanzleramt letzte Woche verkündete Angela Merkel, viele neue Wohnungen seien nötig. Warum wohl? Neue Fachkräfte wissen Bescheid. Wir wollen große Kraftanstrengungen unternehmen, um unser Ziel von mehr Wohnungen zu erreichen. Honecker wäre stolz auf diese Kampfansage, die sowohl in Selbstüberschätzung, Sprachzauberei und Realitätsferne die Planwirtschaft der DDR in Schamesröte versinken lässt. Horst Seehofer, der Bayer ohne Eier und Heißluft-Drehhofer, kommentierte, dies sei ein ganz starkes Signal und die bisher größte Anstrengung in dieser Richtung. Heißt das also, sie werfen unser Geld aus dem Fenster, was wir eigentlich selbst dringend bräuchten? Natürlich, wie immer. Aber zumindest ist die Traumtänzer-Regierung der aaligen Angela schlau genug, um viel zu versprechen und wenig zu halten. 5 bis 10 Milliarden Euro sind für das ambitionierte planwirtschaftliche Projekt eingerechnet, also ca. 5.000 Euro pro Wohnung. Lächerlich wäre da noch eine Untertreibung. Dafür lässt sich heute im Bauboom vielleicht ein Zehntel einer Wohnung oder sogar nur ein Vierzigstel bauen. 10 Milliarden Euro futsch, aber immerhin ein geringerer Schaden als jedes Jahr durch die Asylmigration. Gefährlicher klingt aber die Ankündigung von Olaf Scholz, Finanzminister der SPD. Er will das Grundgesetz ändern, um dem Wohnbau stärker unter die Arme zu greifen. Der Teufel wird auch hier im Detail liegen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird uns das nächste Ei ins Nest gesetzt. Vielleicht in guter Sozialistenmanier eine Passage zur leichteren Enteignung der deutschen Grundstücks- und Hausbesitzer. Auch Steuererleichterungen, geringere Bürokratie im Bau und Privatisierung von öffentlichen Grundstücken klingen nicht gerade ermutigend und werden höchstwahrscheinlich wie immer die Taschen derjenigen Superreichen füllen, die ohnehin schon immer von Staatsmaßnahmen profitierten. Warum brauchen wir in Deutschland neue Wohnungen? Weil der Staat den Deutschen das Geld stiehlt, sodass sie immer weniger bauen können. Weil alte Wohnungen abgerissen wurden, die jetzt wieder gebraucht werden. Weil viele Menschen in die Städte wollen, weil die Dörfer wirtschaftlich ausgetrocknet werden. Und böse Zungen behaupten, dass es daran liegen könnte, dass eine gewisse Person an einem gewissen Abend gewiss 3 Millionen Menschen ins Land geholt hat, die nichts zum Staatshaushalt beitragen, aber die essen müssen, Versorgung benötigen und Wohnungen brauchen. Mindestens 1,5 Millionen. Die Bauwirtschaft ist unterdessen völlig überlastet und wird diesen Wohnraum ohnehin nicht bauen können. Die Fördersumme ist ein Tropfen für den hohlen Zahn. Und immer wieder heißt es, der korrupte Staat stiehlt den fleißigen deutschen Bürgern ihr hart verdientes Geld, um es in irgendwelchen Märchenprojekten zu verprassen und die eigenen Taschen zu füllen. Wir brauchen einen grundlegenden Wandel in der Politik. Viel weniger Steuern und keine Schlupflöcher mehr für Konzerne, eine Politik für deutsche Familien und eine deutsche Zukunft, keine Märchenprojekte mehr und viel, viel weniger Politiker auf Steuerkosten. Und vor allem brauchen wir wieder Menschen mit gesundem Menschenverstand, mit Ehrlichkeit und Anstand und nur einem Ziel, den Deutschen aufrichtig zu dienen. Liebe Zuschauer, teilt diese Nachricht bitte mit denjenigen, die sie vielleicht motivieren kann. Wenn ihr könnt, spendet bitte, denn dieses Programm lebt von eurer Unterstützung.
Über Bankkonto, PayPal oder Kryptowährungen könnt ihr helfen, das Programm der nächsten Monate möglich zu machen. Abonniert den Newsletter für Zensursicherheit. Und die Frage für heute lautet: Wie viele Beweise brauchen die Normies eigentlich noch, um den mittlerweile offensichtlichen antideutschen Merkel-Sozialismus zu erkennen?